die Birds, die Geilen und die Adler greifen da. Die muss ich mal wegschießen. Ich habe mir in die Hose gestuhlt. Hose gestuhlt. Unser erster und wahrscheinlich ein einziger Audiokommentar vom Telehorst. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Seetang. Seetang. Seetang, jetzt auch mit Geschmack. Ich mache dann mal sowas wie eine Anmoderation, oder willst du das machen, Max? Nee, mach du ruhig. Okay, dann sage ich herzlich willkommen zur ersten Sonderfolge des Telehorst. Und weil es eine so spezielle Super-Extra-Folge ist, habe ich zwei spezielle Super-Sonder-Gäste, nämlich einmal den Andi und den Max. Hallo, Leute. Hallo, ich bin Bruce, der Hai. Ja, wir haben vor ungefähr 2 Stunden Telehorst Nummer 7 aufgezeichnet über 3 der laut IMDb schlechtesten Filme aller Zeiten, Der Weiße Hai 4, Hobgoblins und Birdemic, Shock and Terror. Und wir haben festgestellt, hey, Birdemic gibt es komplett gratis und kostenlos, was dasselbe ist wie gratis, auf YouTube. Und dann haben wir uns gedacht, Mensch, lass uns doch mal einen Audiokommentar dazu aufnehmen. Ist doch eine spitzenmäßige Idee. Damit können wir unsere Hörerschaft verdoppeln, von 2 auf 4. Ja, das machen wir heute. Wie gesagt, den Film gibt es auf YouTube, zwar nur auf Englisch, aber ich glaube, es gibt auch gar keine deutsche Variante davon. Man versteht von dem ganzen Dialog kaum was, deswegen ist es auch egal. Ja, vollkommen egal. Gerade auf saudumme Ideen. Genau. Erwartet bitte nicht, dass ihr bei diesem Audiokommentar von uns 3 Flitzpiepen irgendwie was Gehaltvolles erfahrt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe mir hier eine Art Irish Coffee zurechtgemacht. Und ich habe einen Schluck genommen und der steigt mir jetzt schon in die Birne. Also es könnte lustig werden. Der Andi hat wahrscheinlich auch ein Bierchen am Start. Diverse. Wunderbar. Und der Max ist halt Natur gut drauf. Ne? Der braucht sowas. Eine Hose an. Und hat eine Hose an. Noch. Das kann ich nicht behaupten. Ich auch nicht. Aber gut. Ja, also wir gucken den auf YouTube. Das könnt ihr auch tun. Zur Information, der YouTube-Kanal heißt, glaube ich, Jack Levitt. Und der Film hat eine Laufzeit von 1 Stunde, 33 Minuten und 11 Sekunden. Damit ihr ungefähr wisst, wo wir dann sind. Habt ihr bei noch irgendwie Fragen dazu? Also, was machen wir, wenn einer von uns sterben sollte während des Casts? Also, die goldene Regel heißt, nicht anhalten. Egal, was passiert, weiterlaufen lassen. Das heißt, wenn einer von uns mal aufs Klo muss oder merkt, verdammt, meine Tiefkühlpizza brennt da gerade an, dann muss er halt einfach mal sein Mikro ausmachen und kurz weggehen. Aber wir sind zu dritt. Ja? Okay, das kriegen wir hin. Ich schaue es übrigens mit meiner Katze. Also, ich kann für die Sicherheit der Vögel nicht gewähren. Ach, ist deine Freundin doch nicht dabei? Doch, alle dabei, aber die ganze Familie ist okay, super, ja. Okay, dann würde ich sagen, ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, das ist nämlich auch mein erster Audiokommentar. Ich bin auch völlig aufgeregt. Und ja, bevor ich es vergesse, wenn euch das gefällt, dann teilt es uns mit in den Kommentaren, wenn nicht, halt die Fresse. So, ich drücke da mal auf Play, okay? Machst du, warte, wir haben ja diese komplett krasse Astronauten-Supertechnik am Start, aber machst du noch so einen Countdown für unser Publikum? Die können dann live zuschauen oder so. Also live gleichzeitig auch auf Play drücken, das wäre doch schön. Ja, das Video läuft ja schon 1 Sekunde, das heißt, es gibt so 1 Sekunde, sind wir dann in der Zukunft, aber ich glaube, es ist dann auch scheißegal. Das ist doch ganz gut. Dann würde ich sagen, ich zähle 3, 2, 1 und auf 1 drücke ich auf Play. Wo kann man denn hier Vollbild machen, verdammte Axt? Ja, das sind Fragen, die sind hier unangebracht, was du heißen magst. So. Jüngling. Hey, ohne Scheiß, das würde mich jetzt schon mal interessieren. Weil wenn ich jetzt hier auf drauf drücke, jetzt habe ich selber das Ding gestartet, oder was? Nein. Nee, das geht da unten, wenn man auf dieses hier. Zahnrad klickt. Sehr gut. Okay, seid ihr bereit? Vollbild ist an. Okay. 3, 2, 1. Also bei mir läuft's schon. Ja, ja. Severin, wer ist das? Severin. Das ist ein ganz großes Studio. Die haben unter anderem gemacht Birdemic. Ja, und wahrscheinlich Birdemic 2. Wahrscheinlich. Boah, jetzt dreht's mich ein bisschen. Was ist das denn? Ach, diese Idylle. Ja, dieses Stück ist schön. Also wir haben ja schon vorher im Cast gesagt, die Mucke, also diese Stock-Klassik-Stücke sind
vom Feinsten. Aber der kommt mir schon sehr bekannt vor auch. Schon, gell, ja. Ah, jetzt wird's sinister. So, ich glaube, ich weiß auch, wo mir der Herr bekannt vorkommt. Kennt ihr die Serie Bates Motel? Nee, also ich kenne die, aber ich habe es nicht gesehen. Ja, da klingt die Musik so ähnlich. Nee. Wäre lustig, wenn Birdemic und Bates Motel das gleiche Ding, aber... Aber kennt ihr das? Am Anfang, wenn so ein Film anfängt wie Birdemic, ist, wenn also so, ja, Autos fahren herum, alles sieht so normal aus... Ja, da merkt man schon, okay, dieser Film möchte einen so, noch so ein bisschen so in Sicherheit wiegen. Mhm. Das Problem ist nur... Fühl mich noch sicher. Genau, das Problem ist nur, er macht das halt, glaube ich, am Anfang echt Ewigkeiten lang, oder? Ja, also ich glaube, der hat... Ah, diese Kamerafahrten gerade waren schon sehr schön. Von links nach rechts. Ja, ich finde, also jetzt, diese schiefen Geschichten, das ist schon dann wird's irgendwie, keine Ahnung, fragwürdig. Ich liebe das, sollten die Alarmglocken schon läuten. Ohne Scheiß, wenn die Schrift halt einfach, keine Ahnung, das ist doch die Arial, oder? Also bei einem Es gibt keine bessere Font als Arial. Also nur geiler ist einzig und alleine Comic Sans. So. Ja. Shock and Terror. Puh. Das hat was, das bisschen so schön, was von Shining, gell? Ja, schon, aber bei Shining, weiß nicht, das wirkte irgendwie... Gruselig. Das hier ist halt, da hat ein Typ seine GoPro aufs Armaturenbrett geschnallt. Aber mir wird's echt ein bisschen schlecht gerade. Was wäre da eigentlich gewesen, wenn er wirklich mit dem Auto irgendwie in so ein, keine Ahnung, in den Kojoten reinfährt oder so? Oder wenn so ein nackter Mensch aus dem Busch springt. Da habe ich mich das erste Mal gefragt, heißt Jehova das wirklich Supporting Casts? Das heißt doch nur Supporting Cast, oder? Naja, ja, wollen wir jetzt mal nicht so streng sein. Ja, vielleicht hat er mehr Casts. Da ist ja Janae Caster auch mit dabei. Patsy van Ettinger. Okay. Da hätte er schon noch ein Leerzeichen reinmachen können vor der Ettinger. In der IMDb wird ja immer Tippi Hedren mitgelistet. Ja, die hat ein Cameo. Diesem Motel mal vorkommt. Ja, aber das ist eine Szene aus einem anderen Film tatsächlich. Wie heißt der nochmal, Max? Welcher? Der jetzt James. Hier? James Nguyen. Nguyen. Wer ist dafür, dass wir für den Rest des Films aber Regisseur James nennen? Ja. Jamie. Ich will es lernen, weil ich meine, das ist ja das Pendant zu Müller oder Meyer in Deutschland. Der Name ist ja doch erst... Was ist das auch mal? Cinematography. Daniel, was ist für Scheiße? Also... Jetzt können wir nicht mehr zurückspulen. Ja. Oh, da muss ich echt aufpassen, dass ich nicht... Ja, ich war auch ganz kurz davor. Müssen uns die Finger irgendwie festnageln. Halt mich an der Bierflasche fest. Übrigens, der heimliche Star ist Jong Chang. Ja. Zuständig für die Visual Effects. Oh, toll. Oh, das war eine schöne Überblende. Das ist echt eine schöne Überblende. Ja. Ich sehe schon, dieser James Nguyen wird unseren Audiokommentar dafür verwenden, um positive Stimmen für diesen Film zu sammeln. Ja. Gott, vielleicht sollte man die. Also das finde ich immer nur toll, directed by James Nguyen, und diese Schrift ist einfach nur gestaucht. Wie schafft man das? Also ich habe jetzt ja gerade so ein paar Sachen mit iMovie gemacht. Ich glaube, das kriege ich da gar nicht hin. Nee, im Normalfall, aber ja, wer weiß, ob er iMovie benutzt oder vielleicht doch den. Damals gab es sicherlich den Windows Movie Maker noch. Ich kenne den Magic's Music Maker. Ja. Es war ein ganz normaler Tag. Ja. Als er über die Straße geht. Ganz geht in die Arbeit. Genau. Der weiß nicht so wirklich, wo er ist, oder? Irgendwie sieht er ein bisschen... Ich hab mir in die Hose gestuhlt. Ist auch total schön, dass die Kamera ihm immer voraus ist. Ne? Ja. Ist auch schön, wie er mir jetzt gesagt hat, okay, wenn du auf die Kamera zugehst, musst du langsamer gehen, weil ich muss rückwärts laufen. So, wo war jetzt das Lokal? Jetzt schön. Ah, jetzt kommt meine Lieblingsszene. Gleich zu Anfang. Wo kommt dieses Hai her? Aus welchen Höllendimensionen? Das kommt aus ihren... Die erinnert mich eh ein bisschen so an das Mädchen vom Exorzist, bei der kann ich mir vorstellen, dass die jetzt ihn dann mit Erbsensuppe vollkotzt. Wo sie gerade gesagt hat, I'll be right back with you. Ich komme gleich. Vor allem diese Kellnerin, diese zwei Einstellungen, die hat, es sieht jedes Mal so aus, als dass sie sich für jede Einstellung extra positioniert hat, ne? Ja. Das ist ja ein Profi. Oh, jetzt sieht der, warum spricht sie eigentlich mit ihrem Steak? Hallo Steak, wusstest du eigentlich schon, ich werde mein Victoria's Secrets Model. Steaky McSteakson. Was wir hier über gerade sehen, ist Stalking. Ja. Aber sie scheint sich darauf angesprochen zu fühlen. Ist aber nicht so schlimm, wie Bruce das macht.
Also in den Worten unseres Chefs ist nochmal zu sagen, also hot ist sie ja schon. Entschuldigung. Oh, was wollt ihr da gerade sagen? Man merkt so viele Kleinigkeiten. Vielleicht ist der Film doch einer, den man öfter sehen muss. Na, tust du aber. Das Schöne ist ja gerade dieser natürliche Dialog. Das könnte überall so genauso stattfinden, ja? Das wirkt so nicht gestellt, das wirkt so natürlich. Wunderschön. Okay, jetzt bin ich gerade an dem Punkt, an dem es echt unglaublich schwierig ist, bei dieser Tonqualität jetzt allem zu folgen. Ja, zum Glück habe ich den schon fünfmal geschaut, ich weiß alles auswendig. Ja. A what? A software model? Fashion model. Ich bin ein Software model. Ich lege mich nackt auf Computer. Ah, das war eigentlich eine ziemlich deutliche Abfuhr, oder? Ja. Da müssen schon erst Killer für kommen, bis sie rafft, was für ein toller Kerl das ist. Wie lange ihr nachschaut, nachschauen. Da gibt es sicherlich nur extrem viel Material danach. Er lässt nicht locker, aber diese Tonschwankungen sind auch spannend. Naja, das ist halt, wenn es das Autogate anlässt. Also ich könnte da fast schon so anhand von Birdemic so ein kleines Webinar geben, welche Fehler da gemacht wurden. Aber Max, du bist ja auch als Cutter unterwegs, ne? Ja, überhaupt. Nein, ich habe ja das ganze Filmgeschäft, ich kenne ja, jeden Platz irgendwo. Ja, ich kenne. Aber jetzt in den ersten 7 Minuten muss ich schon sagen, der Schnitt ist halt katastrophal. Ja, wie gesagt, das passiert halt, wenn du während dem Schnitt stirbst. Da bleibt halt auch mal was liegen. Dieses News-Programm ist so toll, wer die Frau einfach da reingesetzt hat, so, keine Ahnung, die haben sie unter der Brust abgeschnitten und wahrscheinlich auf den Tresen gestellt. Stimmt, der Tresen ist doch, den sieht man ja links noch, kniet die an dem Tresen. Ja. Aber hier kommt auf jeden Fall schon mal das erste Mal diese leicht unterschwellige Message raus. Mhm. Die Musik ist gerade schön. Du siehst so, schwingt ein neuer Tag. Schön. Heute kriege ich endlich eine Frau ab. Garantiert. Mit meinem schicken neuen Wagen. Hui. Hybrid. Hey, wenn er jetzt gepfiffen hätte beim Rausgehen aus der Tür, dann wäre nach dem Orakel vom Sofamann am Schluss vom Film gestorben, gell? Stimmt. Wer wissen will, was mit dem Orakel vom Sofamann auf sich hat, muss Tilo Horst Nummer 6 hören. Irgendwie passt aber das Auto immer nicht so richtig. Also da kommt diese so lustige Happy World Musik und dann fährt er die ganze Zeit mit so einem Muscle Car durch die Gegend. Ja, aber das ist ein Hybrid. Ja, das glaube ich dem nicht. Ja, es wird zumindest behauptet. Also ganz ehrlich, der Film ist in den ersten 8-9 Minuten schon so dynamisch wie meine Uroma, nachdem sie das Raucherbein abgenommen haben. Das ist jetzt eine der besten Erzählstrukturen. Also beziehungsweise so baut man eine Szene auf. Man fährt in eine Tankstelle. Tankt und dann fährt man wieder weiter. Ja, vor allem ohne das, was passiert. Aber das ist halt auch, das lernen wir später noch. Also tanken ist halt böse eigentlich, deswegen wird er halt auch angegriffen später. In dem Film ist es aber wichtig hier. Ich würde dazu sogar sagen, Jump Cut, so geht's nicht. An wen erinnert mich das? Ich bin jetzt nicht so der Score-Geek wie der Lasse oder so, aber das ist so ein bisschen. Ist das Alan Silvestri? Ich weiß es nicht. Ja, mit Namen habe ich es nicht so, aber ich stelle mir da jetzt doch so irgendwie sowas vor, wie jemand, der das erste Mal auf seinem selbstgebastelten Flugfahrrad nach Hongkong fliegt. Also ich stelle fest, in den ersten 10 Minuten haben wir vor allem eines gesehen, der Typ, der im Auto fährt. Das kann er. Das hat aber Tarantino in dem letzten Film auch gemacht, ganz viel. Autofahren, gute Musik, das reicht manchmal. Birdemic praktisch das Once Upon a Time in Hollywood, der Altzeit. Im Hybrid. Wow, er steigt aus. Das wäre halt so toll, wenn er aus dem Auto aussteigt, natürlich dem anderen Auto einen Kratzer zufügt und alles ist auf Band. Wie geht der denn? Wie so ein Zombie. Ich gehe ganz natürlich.
Wie gesagt, die Hose gestuhlt. Ah, das ist voll. Das ist schön zu sehen, weil du siehst um ihn herum Leute, die normal gehen. Ja. Da fällt es doch mal ein bisschen mehr auf. Aber man merkt auch, dass da irgendjemand gesagt hat, so, und jetzt alle rein in die Tür. Ja. Ach ja, der Alltag eines Callcenter-Mitarbeiters. Der ist aber auch halt sehr realistisch, weil da kann der Nguyen, der James, halt, der weiß, der ist ja selber Salesman. Der weiß, wie das läuft. Genau, ja, eben. Genau so läuft es wahrscheinlich. Erstmal immer aus dem O-Fokus. Ja. $1 million, awesome. Das ist, jedes Fashion-Model übrigens, arbeitet in einem One-Hour-Film. Hier sehen wir den Ort, an dem der Film entwickelt worden ist. Und Robin Williams, Gott hab ihn selig, sitzt dahinter. Ach, stimmt. Das sieht jetzt aus wie so ein, na egal. Aber das ist dann doch schon eher Kategorie Otto-Katalog, oder? Ja, wir kommen auf jeden Fall jetzt zum erotischen Part des Films. Das ist alles so ein bisschen unscharf. Also jetzt, das Bild meine ich. Ja, die Message soll ja im Vordergrund sein und nicht ihre Hupen, weißt du, deswegen. Okay, wir haben erst 12 Minuten. Ich weiß, was noch passieren wird. Also ich bin voll dabei. Ich finde das. Ich bin auch voll dabei. Das Haus kann man gerne mal 10 Sekunden zeigen. Ich würde meine Models übrigens auch immer bei dreammodels.com buchen. Dadurch, dass das Bild so unscharf ist, habe ich beim ersten Mal gedacht, das wäre die gleiche. Und ich dachte so, sie leitet ihr eigenes Studio. Aber das ist ja doch eine andere. Aber das kann man so schlecht. Das ist die gleiche, die leitet unter Schizophrenie. Stimmt, die ruft sich selber an und sagt, hey, du hast einen geilen Job gekriegt. Yeah. Deep. Es ist und bleibt deep. Wir müssten eigentlich mal Strichliste führen, wie oft sich diese Frau in dem Film bedankt. Ich glaube, es ist oft. Überhaupt wird sie in dem Film sehr oft bedankt. Es sind ganz höfliche Menschen. Eigentlich sind es Kanadier. Wo spielt der Film eigentlich? Er kommt aus San Jose und sie kommt aus San Francisco. Kalifornien. Ja, okay. Ja, dann kommt der Arnold in der Room und sagt, ich hau da ein paar Birds geschossen. Mit Buffy Breed Birds, die Geilen und die Adler greifen da. Die muss ich mal wegschießen. Das ist jetzt auch eine der besten Szenen, wo ich mich auch gefragt habe, so, wie funktioniert das genau? Obwohl, kann man sich alles herleiten, aber... Also er ruft jetzt in seinem Auto mit dem Handy jemanden an. Ja, ja. Ja, das ist schon auch alles ganz cool. Deswegen wohnt er in seinem Auto. Wie sie sich verabreden, meine ich. Ich liebe ja ihren Klingelton. Da sieht er übrigens aus wie Ryan Reynolds, finde ich. Ah, das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, dass sie komisch sprechen sollten wegen dem Regisseur, gell? Ja. Wow, die unterhalten sich echt 2 13-jährige Orang-Utans den Text geschrieben. Was schön ist, ist aber diese Stille kurz vor dem neuen Satz. Ja. Ich finde das auch ganz gut, weil du hörst halt die freie Zeile im Drehbuch quasi. Ja, ich finde das aber schön, weil das ist ein bisschen, das gibt dem Ganzen so ein bisschen so eine realitätsnahe. Ja, weil das ist halt nicht so, dass du deine Zeilen runterliest, sondern du musst halt auch mal kurz überlegen in Wirklichkeit. Aber jetzt haben wir es ganz verpasst, weil sie sagen so, ja, treffen uns, und dann so, ja, und sie sagen weder wo noch wann. Wann? Und dann so, ja, okay, bis dann. Ja. So, und jetzt ist er am Basketball. Also er und sein Kumpel von der Arbeit spielen jetzt Basketball. Jetzt kommt aber der erste Twist für dich. Also ich meine jetzt nicht, dass sich da einer um die eigene Achse dreht, sondern... Ich finde es eher ulkig, dass der Freund ihn der anscheinend sehr gern betatscht. Ja, es ist nämlich Winter. Ah. Das merken wir uns jetzt, dass Winter ist. Ah, der Klimawandel, gell?
Aber ganz ehrlich, je mehr ich den anschaue, desto mehr erinnert er mich echt an Ryan Reynolds. Ja, fürs Remake ist der schon mal als fix. Glaubt ihr eigentlich, dass irgendwann mal, während wir leben, was ja sicher nur so ein, zwei Minuten sein wird, dass solche Filme irgendwann mal einen Reboot bekommen, dass irgendeiner von diesen krassen Trash-Filmen, sagen wir mal Room oder der hier, dass die mal irgendwann mal vernünftig verfilmt werden? Ich wäre dafür. Ich glaube nicht. Nee. Ich glaube, Room hat ja diesen Disaster Artist, also so die Entstehungsgeschichte. Aber ich glaube, Birdemic, ich glaube, da wird sich kein Studio dran trauen. Wobei man auch sagen muss, die Geschichte ist ja an sich relativ einfach. Da kannst du auch einfach einen Katastrophen-Horrorfilm machen mit irgendwie mörderischen... Ja, Blumhouse. Genau. Aber ich glaube kaum, dass Blumhouse sagen wird, Leute... Der Tor so redet wieder. Jetzt kommt eh das Beste. Aber ist euch aufgefallen, beim ersten Mal mit dem Eisbären hatte sie so ein weißes Kleid an und jetzt mit den ganzen Flammen ein rotes Kleid. Ich glaube, der James, der achtet da schon auf Farbdramatik. Und hier haben sie das Wasserzeichen aus dem Shutterstock-Film nicht rausgemacht. Stimmt. Was steht da? Getty Images, oder? Getty Images, ja. Oh. Oh. Anfängerfehler. Der Green Grand Prix von Getty Images. Was vielleicht auch sein kann, dass diese News-Anchor-Tussi da vielleicht gar nicht abgeschnitten ist, vielleicht hat sie einfach keinen Bauch. Ich glaube echt, dass die unten Tentakel hat. Die ist praktisch der erste Birdemic Horror. Keine Ahnung, das erste Nuklearkatastrophenviech, das hier vorkommt. Nach ihm jetzt. Dem Solarmann. Aber diese leicht schräge Kamera, irgendwie, entweder, vielleicht soll das auch die Stimmung so ein bisschen. Ja, das ist halt das Blöde. Das ist halt das Blöde, wenn dein Kameramann ein Bein 12 Zentimeter zu kurz hat. Aber er hält die Kamera schön gerade. Ja. Also nicht gerade, sondern, du weißt schon, unwackelig. Das musst du halt echt erst mal schaffen, ein Bild so auszurichten. Also ich glaube, dieser Film ist für Wes Anderson der reinste Albtraum. Boah, aber wenn vielleicht Wes Anderson den dann rebooten will. Nee, das wird mit Stop-Motion-Vögeln. Ja, wobei die Animation der Vögel haben ja schon was Stop-Motion-mäßiges, ne? Ja. Ja, vielleicht mehr als zwei Frames. Wobei ich glaube, bis die kommen, geht auch eine halbe Stunde in die Sonne jetzt. Tee und Car Food, was bedeutet das eigentlich? Thai und Korean? Ja, glaub schon. Das finde ich egal, da unten steht irgendwie, doch nicht. Oder Tiefkühl, ich weiß. Da hinten ist auf jeden Fall, ja, Tiefkühl, ich denke nämlich eher an Tiefkühl, auf TK-Ware. Ah, in der Trang war ich erst, das war sehr schön. Das wäre lustig, wenn er ihr die Rose einfach, wenn er ausgeholt hätte und hätte sie in die Brust gestochen. Also bitte. Das ist auch eine schöne Kamerafahrt über diese Wandgemälde. Vor allem, jeder Frame ist wichtig. Das ist eine sehr lange Kamerafahrt. Ja, das ist schön. Every Frame. Das ist die Geschichte Vietnams, die uns da gerade gezeigt wird. Zeig mal ein bisschen mehr Respekt. Ja, wenn das halt noch scharf wäre und ich was sehen könnte, dann wäre das echt ganz cool. Und das sitzt, glaube ich, James Nguyen irgendwo selber. Ich glaube, der Mann, der gerade was isst, oder? Da war, ja. Da soll man sie nicht hören, oder? Das ist Absicht, dass man sie nicht hört. Ja. Das ist jetzt halt natürlich von der Exposition her der wichtigste Part, weil jetzt lernen wir sie kennen. Ja, das ist geil. I like sales, it fits my personality. Das sagt schon einiges. I make podcast, it fits my personality. I speak a lot in my free time. That's why I make podcast for business. So lustig. Wenn sie sich aus einfach mal irgendwelche Muskelkrämpfe bekämen und sich die Stäbchen ins Auge stecken würden. Ich finde es ja immer interessant, in Filmen oder auch Serien zu beobachten, wenn es irgendeine Essenssituation gibt, aber die Darsteller nicht essen. Mhm. Ja, die müssen sich halt darüber unterhalten, wie geil sie sind. Das stelle ich mir schön vor, so ein Date, und dann geht es nur darum, so,
also ich bin ja der erfolgreiche Typ, der das und das gemacht hat und das und das und so. Und der, und ich bin das erfolgreiche Victoria's Secret Model und so. Also das ist ja echt ein super Gespräch. Ja, aber später behauptet sie ja, er interessiert sich. Genau so haben sich Andi und Max kennengelernt. Aber er sieht nicht so interessiert aus, wenn ich ehrlich bin. Nee. Es ist so ein bisschen, jetzt habe ich die Olle 3 Tage gestalkt und jetzt merke ich die Scheiße. Also jetzt hier mal ich gebe jetzt hier einfach mal Editing-Kurs 101. So nebenbei. Der große Fehler, den die hier machen, das ist, dass sie Bild und Sprache immer gleichzeitig einblenden, ja. Mhm. Also die, wenn sie spricht, wird auf sie und man sieht nie sie sprechen, während die Kamera auf ihn gerichtet ist. Oder andersrum. Da gibt es kein Überlappen. Ja, das ist ein großer Fehler. Reaction-Shots sind wahrscheinlich für den Arsch, weil es gibt nicht so große Reactions. Ja gut, aber das würde ja strecken, ja, obwohl, keine Ahnung, es würde ja irgendwann müssen, die haben ja den Film ja auch irgendwie gedreht, oder glaubst du wirklich, der hat den so gedreht, dass er halt Schuss für, der hat praktisch überall nur einen Take gehabt, der hat ein ganz durchgeplantes Storyboard geschrieben, das macht man halt als Salesman. Das ist auch schön, wie er dann sofort, wo sie nur einen Männernamen erwähnt, gleich so mega eifersüchtig wird und ihr das Handy entreißen will und dann ist es natürlich nur ihre Katze. Das Handy, welches eine Brieftasche ist. Verrückte Katzenlady. Die sind am besten. Mit denen date ich am liebsten. Hatten die beim Dreh eigentlich Spaß? Oh, jetzt beginnt's. Oh, das sind Vögel. Oh. Ah. Das sind übrigens die am besten eingesetztesten. Ich wollte gerade sagen, die sehen ja fast schon gut aus. Ich habe da immer drauf geachtet, ob sie unten auch in Zeitlupe sind oder nur die Vögel oben. Irgendwas stimmt da nicht. Ah. Was sind das eigentlich für komische Vögel? Sind das Riesenkolibris? Ja, irgendwie so Papagei-ähnliche Dinger, gell? Aber er hat schon. Es war 17.30 Uhr. Es war Winter. Die Straßen waren menschenleer. Aber jetzt mehr, er hat schon so ein Fabel für Kamerafahrten, oder? Ja, ja. Also. So dieses Schwenken, aber ich glaube ganz einfach, das ist einfach. Oh. Das ist eine. Das ist eine Greenscreen-Szene. Ja. Huh? Soll das eine Clubszene sein, oder? Das ist geil. Dass da keine andere Sau ist in diesem Club, wo sie jetzt dann, jetzt fahren sie nochmal in einen anderen Club. Die machen jetzt Partyhopping, glaube ich. Mhm. Das Problem war, die sind im Club, da waren alle unscharf. Ja. Deswegen sind sie auch rausgeflogen, die waren zu scharf. Ja, das war der Club der Unscharfen. Genau. Da gehen Leute rein, die einfach, die an Blur leiden. Genau. Was ist dein Lieblingsband? Blur, richtig, dort rein. Jetzt. Aber sie hat die Rosen noch, das ist sehr romantisch. Hey, ja. Jetzt müssen wir schauen, das ist ihr erstes Date, oder? Mhm. Genau. Und vorher hat er noch gesagt zu seinem Kumpel, du denkst ja immer nur an Sex. Das ist ja überhaupt nicht so wichtig. Und was sagt er jetzt gleich? Sie will dich, komm schon. Naja, vielleicht wollte er auch nur reinkommen, um noch Geschirr zu waschen. Ja, das macht man so immer. Ein bisschen die Tür ölen. Oh, jetzt kommt meine Lieblingsszene. Fuck, ich freue mich schon so. Jetzt kommt der Moment, wo man sich denkt, der Regisseur müsste auch mal Cut rufen, ja. Ah, diese Mutter, oh Gott, ey. Also, falls ihr es nicht sehen könnt, Blondie ist jetzt mit ihrer Mutter zu Hause. Eine voluminöse, liebenswert ältere Dame. Und das sieht so aus wie das Setting in so einer QVC-Sendung, wo sie irgendwie so den Supermax, den Küchenmax verkaufen will oder so. Aber Mom, wie schaffst du es nur, dass dein Eiersalat auch nach 2 Tagen noch so frisch ist? Ja, Kind, das ist ganz einfach. Pass auf hier. Topper drauf. Ich habe einfach Anti-Schimmelmittel rein. Genau. Oder diese ganze, alle, die ganze Performance von ihr, die schreit so Werbefernsehen. Ah, ich habe hier noch ein bisschen Schabettenkäse. Was belegt die da eigentlich?
Ich glaube, das ist auch in so einem QVC-Filmstudio gedreht. Mit oder? Wachswurst. Lecker, Pflaumenmus mit belegter Baguettes mit Wachswurst. Kleiner Funfact, Birdemic 2, falls das von euch noch niemand gesehen hat, da trägt die Hauptdarstellerin, wie heißt sie, Becky? Nee. Natalie. Doch. Natalie trägt dann die Frisur von ihrer Mutter auf im zweiten Teil. Ah, schön. Die belegt halt einfach nur irgendwas mit Wurst. Die sortiert ihren Schinken. Die sortiert nach Datum, oder was? Kommt sie gleich, es kommt gleich. Wir müssen jetzt kurz innehalten. Ja. Ah, nee, es dauert noch ein bisschen. Aber ich muss zumindest sagen, ich finde es glaubwürdig, dass das ihre Tochter ist. Hm, das stimmt. Jetzt gleich, jetzt. Zur Erklärung, Blondmutter hat gerade eben Chumps abgemacht. Massagestudio. Ach, scheiße, ich war immer noch nicht auf der Website imaginepeace.com. Das wollte ich vorhin übrigens noch machen. Also nur mal zur Erklärung, dieses Thumbs up und dann Ewigkeit so bleiben, das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass der Regisseur nicht gerade gerufen hat. Und was ich mir jetzt frage, ist wirklich, soll das erotisch sein? Weil ich finde das gerade nicht erotisch. Also ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Keine Ahnung. ImaginePeace.com, Leute. Ich habe keine Ahnung, was diese Figur da überhaupt zu suchen hat, ganz ehrlich. Das ist doch immer in solchen Filmen, weißt du, die Heldin braucht immer so eine Art Schlappenfreundin. Weißt du, die hat mit jedem Bums, damit, wenn sie dann stirbt, es nicht so schlimm ist. Ja, aber warum sieht die aus wie so eine Werbehostess? Also, Vielleicht war sie das? Irgendwohin musste das Budget des Films ja gebraucht. Ich dachte ja auch zuerst, dass er in so einem Massagestudio ist, weil da dieses ImaginePeace.com hinten hängt und das wäre halt so dieses Studio wie Dreamgirls vorher oder Dreammodels oder so. Also ist ja anscheinend wirklich seine Freundin, oder? Ja, vor allem ist halt wichtig, dass man dem Zuschauer auch die Möglichkeit gibt, sich zu orientieren, wo man gerade ist. Ist es jetzt das Büro von Imagine Peace oder wie? Nee, was ich glaube, das war einfach nur eine ganz subtil eingestreute Message von dem Regisseur. Wir müssen später alle nochmal auf imaginepeace.com gehen. Ja. Ich finde es interessanter, dass der Typ, der sich gerade mit der Dame da begnügt, gerade eben so einen Gesichtsausdruck hatte, nach dem Motto, aus dir mache ich noch eine Winterjacke. Also... Jetzt kommt ja auch eine der besten Szenen. Es kommt Szenen. Alles anders, als er denkt. My name is Ron Burgundy. And this is San Diego. Mit cheaper Version. Ja. $1 Milliarde, das ist ja super. Stimmt, wie bei Austin Powers. Ach, ich krieg gerade das... Ich verlange $1 Milliarde, $1 Million. Komische Bedürfnisse zu klatschen, habe ich gerade irgendwie. Ja. Yeah! Wir sind so erfolgreich und gut gelaunt. Das sind schon ganz erfolgreiche Menschen, ja. Ich wäre gern einer von ihnen. Szene. Ja, genau. Chairhumping, super. Ja, genau. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Oh. Und abschlagen. Klitsch, ja, super. Klatsch. Ja, aber ist es die letzte positive Und da rollt der Stift weg. Ist es die letzte positive Nachricht? Kommt da vielleicht noch was? Na, noch mehr. Noch mehr klatschen. Ja, noch mehr. Kommt da vielleicht noch was? Hä? Also ich würde noch ein bisschen klatschen. Ja, ich mach einfach nochmal, weil es so schön war, nochmal klatschen. Super. Ja. So. Aber vor allem dieses Büro oder dieser Konferenzraum sieht doch genau nach einem Konferenzraum aus, wo Geschäfte in der Höhe von $1 Milliarde gemacht werden, ne? Ja. Beim Telestammtisch kommt doch immer am Schluss nach den Podcast-Folgen immer dieses kurze Jubeln. Klatschen, ja. Wir sollten mal für die Telehorst-Folgen immer dieses Jubeln, was dann einfach nicht aufhört, einstellen. Was ich schön fand jetzt bei diesem Handshake zwischen diesem Chef und dem Angestellten, also seinem Helden, ist, dass es so gefilmt wurde, so absichtlich so ein bisschen hoch, damit die Kamera es auch sieht. Jetzt kommen übrigens Ratschläge aus der Hölle, Teil 3.
Hey, der hat einen Ford Mustang. Ich möchte übrigens noch kurz anmerken, der Film geht jetzt eine halbe Stunde und ich habe weder von Birdemic noch von Schock und noch von Terror nichts gesehen. Naja, Terror vielleicht. Das ist halt ein langsamer Build-up. Ah. Da, siehst du, der Mustang ist ein Plug-in-Hybrid. Das ist die creepieste Reaktion überhaupt. Really? Hat der schaut echt immer so aus, als würde jeden, mit dem er spricht, töten und essen wollen. Ja. Und aus dir mache ich meine Zimmergarderobe. Really? Oh. Boah, diese Kamera. Was kommt jetzt? Versuchen sich zu erinnern. Okay, sieht jetzt im Kino anscheinend. Oder auch nicht. Diese Kamerafahrt war also für nichts gut. Hallo. Guck mal. Was? Wie hieß der Film? Irgendwas mit Truth. Inconvenient Truth. Ah, okay. Inconvenient Eine unbequeme Truth. Wahrheit, ja. Kennt ihr den? Ist das der Al Gore? Genau. Ah. Was würde eigentlich passieren, wenn man Birdemic mit The Happening kreuzt? Ah, den habe ich nicht gesehen. Ein schlechter Film mit Mark Wahlberg. Da hatte ich irgendwie noch keine Geduld dafür. Ah, die Musik. Ja, jetzt sind wir wieder ein bisschen heiter. Also, naja, es bleibt ja jetzt noch heiter. Jetzt stellt er seine One-Sheet-PowerPoint vor, ohne Bild. Mhm. Einer von euch sollte mal sein Mikro überprüfen. Wieso? Andi, ich glaube, du schupperst an deinem Mikro. Ja. Was? Aber das sei dem Andi verziehen, das ist nämlich gerade eine sehr emotionale Szene. Weil unser Held gerade den Leuten da erklärt, wie wichtig Naturschutz und wie wichtig Solarenergie ist. Dieser Typ, habt ihr gerade den Typ gesehen? Der mit dem Schnauzer und diesem krassen Fukuhila oder was war das? Ja. Das ist der Tiger King. Ja. Birdemic King. Der wirkt auf mich als am ersten, als könnte er wirklich ein Schauspieler sein. Mhm. Also, ich meine, der neben dem sitzt. Mit dem Schulterpolster Inferno. Können die nochmal diesen Typen zeigen mit dem Schnauzer, bitte? Aber es ist schon mal aufgefallen, er redet über Solarenergie und hat ein sehr sonniges Hemd an. Mhm. Der Regisseur hat seine Farbdramaturgie. Ich sag's nicht. Naja, er hat von dem Besten gelernt. Also von keine. Genau. Yes. Ich liebe es. This is revolutionary green tag. Also wie wäre das nochmal, wenn ich jetzt aufs Klo muss, nehme ich den Rechner dann mit? Oder nein, du Mikro gehst einfach aufs Klo. Mach dein Mikro aus, gehst aufs Klo. Mikro ausmachen, ganz wichtig. Er ist noch nicht so weit, aber ich... Schon. So, was ist das? Art and Pumpkin Festival. Pumpkin Festival im Art Oktober. Art and Pumpin. Das ist so ein Kraftsportfestival. Art and Pumpin Festival. Du bist der Arnold auch zum Singen. Gepumpt da heute. Das ist aber ein Pumpin. Muss ja halt noch 300 Kilogramm stemmen. So spricht er nicht. The World's Pumpkin Capital, wo ist das? Wissen wir schon, wo es spielt? Das klingt jetzt eher so nach, keine Ahnung, Vermont oder so, aber. Ich nehme die beiden gerade total ab, dass sie ein Paar sind. So wie natürlich die durch die Kulisse gehen. Ja. Boah, jetzt stimmt diese Szene mit Lovers on the Moon oder was? Das ist ja auch mega geil. Oh ja, das ist auch das schönste Bild, was ich je gesehen habe. Diese Komparsen wussten, dass sie da gerade in einem Film mitspielen? Ja, ich denke mal, da ist halt irgend so ein Praktikant danach rumgelaufen und hat sie irgendwelche Drehgenehmigungen unterschreiben lassen. Ich glaube, an diesem Film wurde nirgendwo was unterschrieben. Ganz ehrlich, kann keiner weiß machen.
Und es ist wirklich immer so, die schneiden halt einfach die Musik nicht ab. Wenn das Musikstück, das hat er sich geholt und dauert 2 Minuten 30, dann gibt es 2 Minuten 30 Filmmaterial. Yes, halt dein Maul. Und weiter. Ah, ist das nicht, oh, ein Riesenkürbis. Also das ist jetzt romantisch. Aber er ist auch ein bisschen gruselig. Wenn der Kürbis sich jetzt zum Leben erwecken wird. Das ist geil, die sagen auf dem ganzen Date nichts und dann kommt der Spacke daher und sagt zu diesem hässlichen Bild, oh, Lovers on the Moon. Yes. Mhm. Und dann geht's weiter. Ich habe jetzt gelesen, Giant Pimpkin, aber okay, es war jetzt abgeschnitten. Es gibt nichts Romantischeres als Riesenkürbisse. Riesenkürbisse beflügeln auch ihre Beziehung. Versuchen sie es sofort auf. Warum ist da Graf Dracula auf dem Laster und schmeißt irgendwelche Sachen in die Menge? Es ist entweder Graf Dracula oder Kurt Beck. Guck dir dieses arme Kind an, das zieht alleine den ganzen Traktor. Ja. Das ist ein super Kind. Das ist ja auch das Arden Pumpin Festival. Ja. Die ziehen die Traktoren. Jetzt kapier ich's. Austrian Giants. Ich stelle jetzt mal eine Frage, die ihr mir wahrscheinlich nicht beantworten könnt. Warum zum Teufel war diese ganze Art and Pumpkin-Szene überhaupt da? Naja, dass du siehst, dass sie halt sich näher gekommen sind. Okay. Doch, ganz klar, weil jetzt wird nämlich gleich gefegelt. Oder? Nee. Ja, in gewisser Weise. Ach so. Ihr meint, gleich wird gevögelt. Da sind ganz viele unaggressive Vögel gerade im Bild gewesen. Ja, aber die sehen auch so unnatürlich echt aus. Also. Wir können nichts verstehen. Das liebe ich. Glaubt ihr, dass der Tonmann da ein einziges Mal irgendwie gesagt hat, Herr Regisseur? Nein, ich glaube nicht, dass der Tonmann der Regisseur war. Und ich glaube insgeheim, dass einer von den beiden gerade Schluss machen will, aber die andere Person es einfach nicht hört. Das war das langweiligste Date, was ich je hatte. Wir haben große Kürbisse angeschaut, scheiß Mondbilder und wir haben nichts gesagt. Ja, ich fand's auch sehr romantisch. Ja, wir wissen nicht, was dazwischen passiert ist. Ist ja echt klar, dass wir immer weiter aus Wasser hinzugehen. Was machen wir, wenn wir da sind? Dieser Jump Cut. Dann läuft er einfach weg wie in Jaws 4. Ja. Ah, look at me. Ja. Gott, wenn er halt jetzt einfach von einer Welle, keine Ahnung, eine Welle ergreift ihn und dann steht da, sie sahen. Boah, da hinten ist der Psychokiller, Vorsicht. Boah, der hat so ein Magnet-Zoom-Gerät. Der sucht da mit einem Laubbläser über den Strand. Der verscheucht die ganzen realistisch aussehenden Vögel da. Vögel, ja. Das kann. Der Regisseur dreht. Oh, oh. Ja, ich liebe ihn. Was ist denn das? Diesen Schokoladenunfall. Da hat jemand einfach seinen toten Adler liegen lassen. Da hat einfach jemand den Vogel ausgekotzt. Vor allem, es sieht gerade so ein bisschen aus, als wären sie jetzt vom Strand den ganzen Weg Hand in Hand zu diesem Haus gegangen. Es waren auch nur 18 Kilometer. Oh, warte, so siehst du aus, wenn du älter bist. Ich habe Ryan Reynolds mitgebracht. Ja, und der guckt gerade aus, oh Gott, so sieht meine Freundin aus, wenn sie älter wird. Scheiße. Ja, und bei der MiG 2 trägt sie ja genau diese Frisur. Aber macht super Sandwiches, die Alte. Achte bei solchen. Ganz ehrlich, er sagt so, I am very passionate und ist dabei null passionate. Ja. Also das klingt schon sehr lebensnah. Ja. Das klingt für mich so ein bisschen, als wäre sie einmal im Monat im Swingerstudio. Sowas könnte man halt echt bei Schwiegertochter gesucht vorstellen. Ja, das sieht gerade aus wie in so einer beklemmenden Doku, halt so ein Interview mit irgendeiner Zeitzeugin irgendwie. Wir hatten ja damals nichts. Ja. Ich lebte noch, als der Walfang erlaubt war. Wir mussten halt damals unsere Toten essen.
Und ich habe immer zwei gegessen. Der Mond. Lovers on the Moon. Oh, ein bisschen länger zeigen. Jetzt kommt gleich Jack Black. Vorsicht. Achtung. Okay. Ich dachte, jetzt kommen langsam mal diese Vögel und Schock und Terror. Nee. Oder kommt jetzt erst dieses... Ah, doch, da ist er. Okay, warte mal. Hallo, ich bin Nacho Libre. Auch der... Ja, das ist echt Jack Black. Ach, ein uriges Restaurant. Oh mein Gott. Ist das eigentlich eine von diesen American Oktoberfest-Kneipen? Ja, genau. So Romantik. Was, er ist lonely? Scheint sie nicht zu interessieren. Nee. Oh Mann, ist das langweilig. Aber jetzt wird es emotional, Vorsicht. All I want is you, hat sie das gerade gesagt? Keine Ahnung. Rebecca takes a shit. Übrigens, im Hintergrund sieht man gleich einen weißen Hai. Verkleidet. Ist das der dann tanzt und singt? Ich hätte gerne die Fischsuppe. Ja, oder ein Hotdog-Goblin und er wacht auf und merkt, dass er diese heiße Frau doch die ganze Zeit gar nicht beeindrucken konnte. Muss ich sagen. Ich finde halt hier gute Zähne. Also der Max weiß, wie man Frau Komplimente macht. Du hast wunderschöne Zähne. Der hat aber auch schöne Zähne. Sag mal, was ist das für ein Honk? Beim Date redet er nur über seine Arbeit. Ja. Es geht auch nur über die Arbeit. Das ist... Da oh, guck mal, sie haben leider Richies Halbbruder eingeflogen, extra für diese Szene. Oh Gott. Wo zeigt der Mann hin? Da ist doch niemand. Den gibt's übrigens wirklich, der spielt sich selbst. Steht ja im Abspann. Ah, das ist eindeutig Playback. Ich glaube, man sieht sogar noch eine Person, die sich auch in diesen Laden verlaufen hat. Weil sonst ist da nicht so viel los. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, warum. Ist das eine Sportsbar oder irgendwas? Die Fernseher sind nicht. Das ist alles echt so irgendwie. Das wirkt wie in der Corona-Krise. Ich glaube, es ist so eine Bar, da trifft sich jeden Montag und jeden Freitag der Kuckucksladen. Deswegen ist es auch sehr tapfer von dem jungen Mann da auf der Bühne, sich dahin zu trauen. Ganz ehrlich. Also irgendwie, spätestens jetzt müsste man doch eigentlich merken, dass irgendwas nicht so ganz richtig ist. Erst jetzt? Aber die haben coole Dance-Moves, muss man sagen. Ne? Also es hat schon so ein bisschen was von Saturday Night Fever. Hey, was ist denn das eigentlich für ein Kacksong? Der singt die ganze Zeit, I'm hanging out with my parents, having a party. Hallo, mit den Eltern Party macht das Geilste, was es gibt. Also ich hatte meine geilsten Partys mit meiner Mutter in der dritten Klasse. Ja, sie rastet jetzt auch aus. Gleich mal ist sie ein Robot. Ja, das war der Ansatz eines Robots, glaube ich. Ja, das Problem ist, sie hat eigentlich nicht gedacht, dass das dann später den Schnitt überlebt. Ja. Tja. Der Herr Nguyen hat sich gedacht, geiler Move. Der Schnitt hat überlebt, der Cutter hat es nicht. Jetzt macht sie gleich noch die Pulp Fiction Moves. Oh, boys. Guck, da sind noch andere Leute. Auch ein schöner Schnitt vom Robotanz zum Klammerblues. Wo ist Sophie Marceau? Das ist auch eine lustige Szene. Der Typ wohnt doch, der hat ein geiles Haus. Der hat $1 Million. Und muss jetzt in so ein Motel gehen, um zu bumsen oder was? Ja, mit Kick-Unterwäsche. Ah, und das ist Tippi Hedren. Als Cameo in einem Fernseher. Mhm. You look fine. Was sagt der? You look fine oder you look defined? Ich habe jetzt fein verstanden. Oder also, divine. Oh, das könnte natürlich auch sein. Also divine, divine. Ist doch diese komische Transe aus den alten John Waters-Filmen. Hey, das ist doch der gleiche Raum wie vorher, bloß ohne das Imagine Peace Plakat, oder? Nein, das bildest du dir nur ein, Mann. Das bildest du dir nur ein. Das sind alles andere. Wie soll das weggekommen sein? Also wirklich. Es ist übrigens sehr erotische Bettwäsche.
Ja. Keine Ahnung, was ist das? Drachen und Elfen, Lovers on the Moon? Wird es jetzt schlüpfrig etwa? Jetzt geht die Kamera auf. Nein, jetzt wird's schlüpfrig. Oh. Tarantino geht gerade einer ab. Stimmt. Oh Mann. Aber er wacht in den gleichen Klamotten auf, die er gerade anhatte. Sag ich euch. Bist du dir sicher? Kann ich habe den Film jetzt schon ein paar Mal gesehen. Die Hälfte des Films ist vorbei. Und ich sage es nochmal, wir hatten noch keine Birds, wir hatten noch also keine Birdemic und wir hatten auch keinen Schock und keinen Terror. Na, das ist halt Ansichtssache. Das ist auch schön. Aber ich meine, er hat sich, glaube ich, da so ein paar Drehbuch-Ratgeber auf jeden Fall geholt, weil du hast ja oft in der Mitte des Films dann so diesen, so einen Cut, wo praktisch alles, was vorher schwarz war, ins Weiß umbricht, beispielsweise. Ja, also und das passiert ja jetzt. Jetzt kommt jetzt. Genau. Nee, es ist eigentlich, wir sind schon im zweiten Akt, aber es kommt dieser, wie heißt das, die Mid-Act-Climax. Jetzt dachte ich wirklich, es kommt ein erster Vogel und nein, das hat sich eine Fliege auf mein Motorbrett gemacht. Ich habe irgendwie Hunger. Eine typische Ruhe vor auf dem Sturm. Auf Pumpkins. Was? Kürbissuppe, genau. Das ist die Ruhe vor dem Sturm jetzt hier gerade. Eine sehr lange Ruhe. Warum klingen die eigentlich wie Flugzeuge? Und wieso haben die Häuser in Brand gesetzt? Es ist sehr Brände schön, wie der Rauch Häuser. Plötzlich dann aufkam. Okay, ich check das echt nicht, wie man sich das danach anschauen kann und denkt, das ist eine gute Idee, das irgendwem zu zeigen. Das ist echt nicht zu glauben. Ach, was ist denn los? Ich kapiere es nicht. Ich hatte aber gestern Abend so schön Sex. Da drin sind sie, die Ficker. Wenn die rauskommen, machen wir sie kalt. Wie wäre es eigentlich, wenn sich jetzt der also Bruce, der Hai, als Vogel verkleidet hätte, damit er ihnen ins Fenster spannen kann? Ja. Aber den haben sie gut eingebaut, hauptsächlich, muss man schon sagen. Das ist jetzt auch eine gute Szene. Ich meine, das habe ich jetzt auch in so einer anderen Recap gesehen, aber da wäre ich jetzt von alleine vielleicht nicht drauf gekommen. Aber es ist jetzt sehr spannend, weil sieht sie ja eindeutig diesen Rollo wieder zumacht. Also diese Jalousie ist ja wieder zu. Und sie glotzen jetzt gleich so auf dieses Fenster, als würden sie sehen, was da passiert. Aber das Fenster ist ja eigentlich zu. Ja, sie schauen nicht aufs Fenster, finde ich. Sie schauen eher eher in Richtung Decke. Du hast recht, das sind furchtbare Gandinen. Wo sind wir hier hingekommen? Das ist so bedrohlich. Ich pack's nicht. Hallo, es ist nach 12. Sie müssen das Zimmer räumen. Wir haben es gebucht für heute. Ja, ich und meine Vogelfamilie, die Vogels, Familie Vogel. Oh ja, super. Ne? So diese. Vor allem die Vögel machen keinerlei Anstalten, in dieses Zimmer zu kommen. Aber wir nehmen einfach mal die Matratze, die auch nur die Hälfte des Fensters verdeckt. Und noch das Demolieren. Was soll's. Demolieren noch das halbe Hotelzimmer. Wobei, was interessant gewesen wäre, wenn sie in einem richtig billigen Hotelzimmer gewesen wären, das gedreht hätten, vielleicht läge unter dem Lattenrost doch eine Leiche. Ewig Gott. Wie sie da stehen. Ja, bis hast du haben es geschafft, dann sind wir Sicherheit. Ja. Vielleicht hätte es ihm jetzt auch gut getan, wenn sie jetzt da wiederum so ein bisschen bedrohliche Musik hatten, aber die haben sich halt nur diese fröhlichen Songs gekauft bei Shutterstock oder wo auch immer. Deswegen bei den dramatischen Szenen. Es hätte halt bloß noch gefehlt, wenn dann immer noch so dieses Wasserzeichen Audio Jungle. Wie dieser eine Vogel, aber der vielleicht, ist vielleicht ist das schon irgendwie so ein bisschen Foreshadowing zum Ende. Was auch cool ist, sie haben totale Angst, jetzt gehen sie trotzdem raus, aber diese Vögel haben ja eigentlich noch nichts getan. Also sie haben ja nur gesehen, dass da vor ihrem Fenster ein Vogel ist. Ja, die waren schon aber auch ein bisschen nervig. Ja, vielleicht hat man die Explosionen irgendwie gehört. Was, they were attacking all night? Stimmt doch gar nicht.
Ja, vielleicht, keine Ahnung, irgendwo in. Also Tankstellen zumindest. Aber Schatz, ich dachte, wir haben geschlafen. Oh. Ja. Ah. Die beste Waffe. Weapon of Choice. Weapon of Mass Destruction. Also normale geistig Minderbemittelte würden bei den mit kleiner Bügel nur ihre Kleider aufhängen. Aber ja, der erfahrene Birdemic-Kämpfer weiß, Kleiderbügel sind einfach die beste Waffe, um gegen Killerführung vorzugehen. Das Geilste ist, dass dieser Typ, der krasse Psychopath ist, der irgendwelche Maschinengewehre in seinem Auto hat, aber dann hat er auf seinem Hotelzimmer nur einen Kleiderbügel. Ja, kommt schon der erste Schlag, so ein Testschlag. Nimm das und das und das. Also das ist, und das und das und das, nimm das. Man muss sich ja vorstellen, den das ist alles sehr toll. Leute, aber die Tür geht nicht auf. Ist echt schwierig manchmal, das muss man sagen. Aber vielleicht funktioniert die Autotür mit so einem Knopf. Dieses Geräusch ist so nervtötend, ey. Aber ganz ehrlich, diese Vögel reagieren auch gar nicht. Ich meine. Ich glaube, die wollen dann auch so eher hypnotisieren, oder? Ja. Ich frage mich halt, ey, Gott. Sieh mir in die Augen, dreh dich in die Augen, guck dich in die Augen verborgen. Sie merken in die Augen. 1, 2, 3, du bist ein Trance. Wo sind sie jetzt hin? Ah, egal. Die Schauspieler haben ja auch irgendwie gesagt bekommen, dass das ganz gut dann umgesetzt wird. Sie sollen einfach mal kämpfen. Warum wechseln sie jetzt? Also warum wechselt der Fahrer und der Beifahrer die Position? Ah, okay, verstehe. Damit er schießen kann. Okay. Ein bisschen Munition übrig. Ich habe einfach mal 8 Patronen ins Haus gesammelt. Ja. Der schaut auch sehr entschlossen, finde ich. Ich schieße einfach mal in den Wald. Ein paar Pilze töten. Aber er sieht auch aus, also, nee, er sieht nicht aus wie so ein richtiger Redneck, ne? Irgendwie. Keine Ahnung, bitte. Das ist so traumatisierte Irak-Veteran. Genau. So stelle ich mir die vor. Was müssen die Leute gerade denken, die da vorbeifahren mit Autos? Okay, wie kamen die Vögel da rein? Was haben die da gemacht? Autoschlüssel. Die haben mal die Daumen. Das erinnert mich krass an Black Dynamite in dieser Anfangsszene, wo dieser Typ krass durchsiebt wird und dann geht der eine Typ hin und fühlt noch seinen Puls und dann so, he's dead. Und jetzt kommen sie, die traumatisiertesten Kinder der Filmgeschichte. Mhm. Ich nenne sie auch Little Miss Sunshine und. Ist schon emotional. Wenn sie das Kind nach den Dreharbeiten unterm Auto einfach vergessen hätten? Achtung, da kommen Vögel. Weg da! Geh weg, du Leiche! Dass die nicht auch einfach ein bisschen Stockmaterial für diese Vögel benutzt haben, das ist ja irgendwie. Hm, ja, aber da hätten sie das Wasserzeichen nicht rausgemacht von dem. Sturzflug. Ah, das ist schon Musik. Ich dachte, bei den dramatischen Action-Szenen und traurigen Szenen kommt immer keine Musik, aber da ist ja Musik, die ist nur sehr leise. Ich beachte bei diesem Actionfeuerwerk auf dem. Ja, Musik. Oder es ist Zufall, weil im Büro hat nebenbei irgendjemand Morrowind gespielt oder sowas. Aber wie oft wird jetzt diesen einen Vogel noch vom Himmel stürzen? Ja. Sorry, aber. Boah, aber sie haben immerhin Feuer an diese Knarre hin animiert, hast du es gesehen? Ja. Oh, das machen sie sehr oft. Ja, das könnte man ja auch nicht machen. Mhm. Keine Kosten. Ich weiß nicht, was besser wäre. Oh ja. Soll noch einer was gegen Kinderdarsteller sagen? Bist du meine neue Mama?
Sind deine Eltern auch gerade eben gestorben? Ja, und jetzt gib mir meine PlayStation. Das ist schon die PlayStation, oder? Die PS Vita oder PS Portable? Egal. PS Portugal? PS Portable, PSP. Ach so. I'm starving. By the way, our parents are dead. Alles wird gut. Das ist halt also ein bisschen der geheime Mutterwunsch, der jetzt in ihr wächst. Ich wollte eigentlich meine Modelkarriere anstreben, aber jetzt will ich nur noch Mutter sein. Ja. Der hatte vorher doch keine Tarnhose an, oder? Nein. Aber er hat sich halt im Auto schon umgezogen. Ja. Damit die Vögel ihn nicht entdecken. Genau. Du musst nämlich wissen, diese Vögel sind sehr aggressiv, aber auch saudumm. Ja, okay. Die sehen nur Sachen, die sich bewegen. Ah, nee, das war ein anderer Film. Ja, aber dann sehen sie an den schwebenden Torso durchs Unterholz schweben. Und denken dann, es wäre einer von ihnen. Jetzt kapiere ich's. Oh Gott, ich habe irgendwie Bock jetzt auf Lutscher und Magerquark, oder was? Was sind denn das? Das sind Sandwiches, oder? Ich glaube, ja. Oder Tofu, ich weiß es nicht. Also ich glaube, es war übrigens das Aufwendigste an diesem ganzen Film, so einen Laden leer zu räumen. Das glaube ich auch. Oder sie haben einfach kurz vor Weihnachten. War mir erstmal hundertprozentig sicher, dass da irgendwie so ein Vogel jetzt in diese Theke reinfliegt oder so. Also in so einer ruhigen Szene in einem Supermarkt kommt doch immer noch so ein Schock jetzt. Aber ja, im Normalfall sind es irgendwelche Zombies, die aus der Kühltheke rauskommen. Ja, genau, so ein Vogel dann der aus dem Kühlraum. Ja. So ein Strauß. Ja, aber der hat einfach zu nah am. Was hatte der? Also, er war da kurz davor, einen Schnurrbart zu haben. Mhm. Zwei Lakritzschnecken auf die Augen gelegt und umgefallen. Kommen Sie wieder, die vier Vögel. Das sind 1, 2, 3, 8. 9. Aber die Sache ist, Shampoo ist nämlich auch nicht. Ein reinsaufen. Ist übrigens super, wenn man abhauen will, mit dem Schießen noch alle Vögel auf sich aufmerksam zu machen, ne? Mm. Ah, da fällt der eine Vogel schon wieder um. Wie oft sie das wohl gedreht haben? Auch interessant, wie schnell das Fenster jetzt weg war, ne? Bei der Beifahrertür. Mm. Das war auch geil. Oh, zwei auf einmal. Sieht so ein bisschen danach aus, so nach Moorhuhnjagd oder so. Genau. Das war besser. Kennt ihr noch von Wigald Boning diesen Moorhuhn-Song? Vielleicht gibt es ja Moorhuhnjagd Pandemic Edition oder so. Mit diesen Grafiken. Das wäre schön. Und hier geht's in die USA. Leaks. Also sie sind doch in Kanada. Sind so höflich, dass sie Kanadier sind. So, Kinders, was machen wir denn jetzt? Genau, wir gehen mal raus picknicken. Oh Mann. Das sollte sehr sicher. Warum nehmt ihr bitte das ganze Wasser mit? Ja, um es dann auch zu vergessen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Mm, lecker. Das ist auch gleichzeitig das Catering, glaube ich. Ja. Haben sie mal bei der Drehpause gefilmt einfach. Und wo kommt jetzt bitte Willy Wonkas Schokoladenfabrik daher? Was macht die da Mann. Drin? Das ist die Strandtoilette. Der ist auch geil. Der ist aber auch ein bisschen nervös. Oh Mann. Der Corona-Onkel. Ja. So ähnlich war es heute im Edeka. Ja. Stimmt. Hey, echt, das schaut halt aus, als hätten sie irgendwie verkabelten Bacon irgendwie in die Landschaft gelegt. Das ist so super, wie er sagt, lasst mich in Ruhe, geht weg und sie auf sie zulaufen, wie so Psychos auf ihn. Ah, egal. Schwierig. Okay, jetzt mal aus aktuellem Anlass, der sieht doch aus wie dieser Rechtsanwalt von den Scrubs, oder? Bisschen dicker, oder? Ja, so wie die dicke Variante vom Kurze Frage, von Sam Lloyd. Warum läuft da jetzt Musik wie am Ende von Pearl Harbor? Ja, weil jetzt gleich Leute, wir haben diesen alten Mann gefunden mit einer Gesichtsmaske.
während der Drehpause, der würde gern mitspielen. Darf er? Normalerweise suche ich am Strand nur nach übrig gebliebener Frauenunterwäsche. Mein Name ist Horst. Wie nannte ich ihn? Jetzt Horst. Zieh den Horst nicht in den Dreck. Horst Torben Drosten. Wie heißt der? Was? Drosten. Warte mal kurz, Drosten. Was? Global Warning, Warming? Ah. Ich verstehe hier eh nichts. Das habe ich beim ersten Mal nicht ganz verstanden. Ja. Der spricht gerade den Wikipedia-Artikel zu globaler Erwärmung, bete darunter. Ja, aber mit dieser Musik im Hintergrund. Ja, weil er ist Amerikaner. Keine Ahnung. Wenn bei Wikipedia immer die richtige Musik noch gleichzeitig zu dem Artikel abgehen würde, dann wäre es halt eigentlich viel überzeugender. Mhm. Ich bin ganz ehrlich, ich finde das gerade sau langweilig. Nein, das hört man. Das ist mit das Schlimmste an dem Film, ist der Typ hier. Das steht aber nicht im Wikipedia-Artikel über Global Warming. Was? Das steht nicht drin, dass Vögel plötzlich Menschen töten? Nee. Ey, da ist ganz schön was los hinten am Strand, oder? Da waren gerade irgendwie... Ding, ja, da waren ganz normale Strandspaziergänger. Die haben das noch nicht mitbekommen. Aber wahrscheinlich darf man in der Birdemic, darf man, wenn man Abstand hält, 1,5 Meter, auch am Strand spazieren gehen, wenn man im gleichen Haushalt wohnt. Wenn man einen Kleiderbügel dabei hat. Kleiderbügelpflicht. Der Söder erklärt die Kleiderbügelpflicht in Bayern. Somit können sie sich explodierende Adler und Geier immer gut 2 Meter von ihrem Körper weghalten. Wir in Bayern sind die Ersten, die damit angefangen haben. Das ist halt leider zu unbekannt, der Film. Also ich glaube, das findet überhaupt keiner lustig, wenn ich jetzt immer mit so einem Kleiderbügel durch die Gegend laufe. Aber die haben bei der Filmpremiere von Birdemic, haben sie als Merchandise Kleiderbügel mit einem Vogel drauf verteilt. Komm, dann wussten so die doch, Drahtkleiderbügel. Was sie da und jetzt weiß ich nicht, wieso sich der Typ unters Kinn geschissen hat. Ich wollte gerade fragen, ob er sich jetzt auf einmal... Ah, die haben beide. Und zwar beide. Beim Rasieren geschissen. Oder was? Oder, hey, wir machen uns so Kampfstriche unter die Augen. Was sind die Augen nochmal? Die Augenkoordination. Das ist so übel. Oder sie dachten, sie malen sich das drunter, damit die Vögel denken, sie sind Fische, weil sie Kiemen haben. Ich weiß es nicht. Oh Gott, oh Rebecca, Gott. Das wird dein letzter Shit sein. Oh nein, oh Gott. Und ich schieß nochmal in den Vogel und in Rebecca. Und in den Vogel. Rebecca. Das wird dein letzter Schiss. Und sie ist beim Stuhlen getötet worden. Jetzt läuft er davon wie der Sohn bei der Weißherheit. Einfach weg vom Set. Sie war doch die einzige Schauspielerin. Dieser Klopapierhaufen. Jetzt Oscar. Nominierungs-Performance. Und er läuft wieder zurück. Der Buckelmann. Da oben die Vögel sind übrigens nicht böse. Ah. Das war knapp. Den meinst du, gell? Das ist ja, das ist mein Lieblingsvogel. Das ist der beste Vogel. Den gibt es in 2 Varianten. Nach rechts und nach links. Da hat der Herr Nürn auch die Spiegelungstaste gefunden. Oder die Skalierentaste. Sie ist tot.
und konnte nicht mal scheißen. Sie ist mit einem vollen Darm gestorben. Meinst du, wie schlimm das ist? Scheißen hat die doch. Garnelen schon so schlimm. Sie hat doch immer so gerne geschissen. Es ist auch ganz schön was los da hinten. Ja. Es schaut nicht nach Vogelangriffspandemie aus. Schöner Übergang. Ja, vor allem, wie sie immer einfach in dieses ins Jenseits reinfahren. Oh. Jetzt sind sie in London. Ja. Das muss Kanada sein. Die Leute, die gerade eine Sightseeing-Tour durch Hintertupfing machen wollten, werden gerade. Ja. Hey, so viele Vögel, die da runterfallen, da musst du echt auch ganz schön oft daneben schießen. Aber vielleicht sind die ja so Gummigeschosse oder sowas. Nein. Du musst halt echt nur ein einziges Mal daneben schießen. Aber okay, der scheint ja bei der Army gewesen zu sein. Hey, das wäre meine absolute Traumrolle, der Typ links oben im Fenster zu sein. Ja. Steht der so im Abspann? Als Man left oben in the window, in the bus. Das ist auch geil, wie er sie jetzt retten will und keiner Bock hat, da rauszugehen. Weil in dem Bus ist es ja eventuell sicher. Ich habe bezahlt für die Führung. Ich mache sie zu Ende. Genau. Gehen Sie bitte raus. Draußen sind tödliche Vögel. Gehen Sie bitte raus, da wo es nicht sicher ist. Gehen Sie bitte raus, da wo es nicht sicher ist. Meine Damen und Herren, auch da wo es nicht sicher ist. Nein, doch. Und er führt sie... Keine Kleiderbügel mit. Ja, genau. Er führt sie direkt in ihren Tod. Und in seinen. Ich hoffe, sie haben meine Kleiderbügel mitgebracht. Das ist, wie die Alte in die Luft guckt, so. Was ist denn da? Die könnten eigentlich schon mal einsteigen. Das kam unerwartet. Jetzt weint sie denn aber. Ah! Wie ist ein Vogel ins Gesicht geschifft? Was ist das denn jetzt? Sieht jetzt auf wie so eine Orgie, so Doggy-Style oder was? Ich meine Birdie-Style. Oh, wir sind alle tot. Weil deswegen. Und so. Ganz ehrlich, ich glaube, solche Szenen habe ich in Helge Schneider-Filmen echt schon mal. Aber eine das Frage, ist übrigens das Schönste in meinem Fotoalbum. Warum fangen die Viecher jetzt erst an, damit Säure zu spucken? Keine Ahnung. Aber diese Slideshow. Impressionen aus dem Leichenhaus, oder wie? Oh, die toten Vögel schauen auch wieder grandios aus. Oh Mann, echt. Ja. Rache für die Gefallenen. So Leute, wir sind fertig, wir können jetzt abhauen. Oh, pack dieses Vogelgezwitscher nicht. Ey, ich bin mir gar nicht sicher, ob das in Wahrheit überhaupt Vögel sind. Ich glaube, der Film war gut in einer 7.1 Dolby Surround Anlage. Ja, das ist auch mein neuer Klingelton. Ja. Wo sind eigentlich diese Kinder? Die sitzen immer mal hinten drin, mal sind sie wichtig, mal nicht. Mit den Muttergefühlen kann es nicht so weit her sein. Sam Gregoria, wo ist das? Oh, Tankstelle. Schauen wir heute mal gleich bei Google Maps die Orte an, an den Birdemic gedreht wurde. So stelle ich mich immer beim Gastarbeiter vor. Wussten Sie schon, dass Kindervögel uns angreifen? Nein, davon habe ich nichts gewusst. Knallhart. Mm.
Hey, der Typ ist doch Millionär, was hat er denn? Ja. Aber hey, es zeigt ja auch, dass trotz dieser Naturkatastrophe das Wirtschaftssystem der USA noch nicht kollabiert ist. Das funktioniert 1A. Und wieso Kinder haben immer noch Lust auf Süßes. Wieso ist das jetzt so Greenscreen? Das sieht aus wie Greenscreen, oder? Ja, Kinder bleiben halt doch Kinder, ne? Ui, Wasser! Noch mehr Wasser. Mein Lieblingsgetränk. Destilliertes Wasser. Und hier nur ein Schokomugel. Weißt du noch, vor 3 Stunden, als Mama getötet worden ist? Und tanken. Einfach die beste Beschäftigung in diesem Film ist tanken. Fahren und tanken. Obwohl es sehr gefährlich ist. Das gefällt den Vögeln gar nicht. Nee. Und das ist ja auch schon. Oh shit. Ich muss doch zahlen. Erstmal schmeiße ich das Teil hin und dann schieße ich. Die kann man auch nur hart erkennen, finde ich. Boah. So, das ist ein Kamikaze-Vogel. Und wieso explodiert die ganze Tankstelle nicht, wenn da so ein Teil explodiert? Weil es zu teuer wäre. Ja Gott, das Leben. Das Leben ist eins der härtesten. Das ist eine der diebsten Szenen. Weißt du, wo wir vorhin darüber gesprochen haben, dass man jetzt merkt, dass die nettesten Nachbarn von nebenan zur Bedrohung werden in so einer Pandemie. Mhm. Es ist interessant, was du dem Film für Tiefsinnigkeiten zuschreiben willst. Mhm. Ja, diese Szene gibt es halt in jedem, das war doch auch bei The Silence so, wo dann diese Priesterin ist. Ach egal, ja, scheiß Film. Weißt du, das größte Raubtier ist immer auch der Mensch, wir wissen es doch. Genau. Denn der Mensch hat den Kleiderbügel erfunden. Warum sieht eigentlich der Typ aus wie so ein Kastanienmännchen? Take it easy. Das ist doch aus irgendeinem Truckstop, oder? Video. Song. Take it easy. Easy, altes Haus. Ich steige jetzt aus und werde ganz vorsichtig zu meinem Kleiderbügel, ich meine zu dem Tank gehen. Achtung, Achtung. Ich gehe jetzt rückwärts, langsam rückwärts weg. Da, wo mein Auto nicht ist. Ui! Aber ist was mir beim, bei der Erstsichtung gar nicht aufgefallen, da haben sie noch einen Blutschnitt-Effekt. Ja. Der ist noch dran. Sieht aus wie ein zweiter Mund. Mhm. Hallo, ich bin die Wunde. Boah, diese Szene finde ich so schlimm. Das ist echt schlimm zum Anschauen. Es gibt doch diese Videos, wo immer Leute irgendwie so Milch verschütten oder sonst irgendwas machen. Kennt ihr die Videos? Wo immer so Sachen passieren, wo man sich dann so schlecht fühlt. Und die Szene muss ich da auch mit reinschneiden. Weil das Benzin da lässt, oder wie? Ja, die lassen ihr scheiß Benzin stehen und die Knarre hätte man auch mitnehmen können. Obwohl kein fucking Vogel in der Nähe ist. Mann, oh Mann, ich kann mir das nicht anschauen. Ja, wobei die, ich muss sagen, Kanister und Knarre sehen aber auch irgendwie so aus, als wären sie erst nachträglich reingebracht worden. Also, vielleicht wussten ja die Akteure nichts davon. Vielleicht ist Dawson da. Oh Mann. Ach, ist das schön. Hier eine kleine Familie. Sicher im Grünen. Werkab der Zivilisation. Ich muss sagen, ein bisschen Lust auf so einen Waldspaziergang bekommt man da schon. Wir sind in der Corona-Zeit, da hat jeder Lust auf einen Waldspaziergang. Oh komm. Ja, ist halt so. Ja, ich habe Lust auf ein Sandwich. Was nun? Waldspaziergang oder Sandwich? Du musst dich schon entscheiden. Vielleicht ein Sandwich im Wald essen. Ja, aber vorher kam Kürbis hin. Jetzt waren sie doch gerade beim Sandwich einkaufen, bei dem Inder, oder? Nee, das war vorher. Egal. Vielleicht kriegst du später noch Lust auf Fisch und Seealgen. Und das kommt davon, liebe Leute, wenn man sein ganzes Wasser, was er mitgenommen hat, einfach beim ersten Picknick schon verbraucht. Da muss man halt in den Wald gehen und einen Bach gucken, dass man einen Bach findet. Und die haben jetzt innerhalb von diesen 2 Stunden, wo die unterwegs sind, diese fette Palette Wasser und dann noch diese 2 Kanister ausgesoffen, oder? Jeder von denen hat 32 Liter Wasser gesoffen. Jetzt kommt der Perücken-Heinzi. Das Woody Harrelson.
Ich bin nur ein einfacher Waldbewohner, der gerne Menschen frisst. Ein bisschen sieht aber aus wie Rami Malek. Wenn jetzt da eine andere Musik kommen würde, dann würde man denken, der wäre so ein Kannibale, der im Wald wohnt. Aber nein, es ist viel zu fröhlich. Wenn es jetzt gruselige Musik wäre, dann hätte man jetzt Angst vor dem. Aber nein. Der Kannibale von Rot. Aber guck mal, hat ein Holzfällerhemd an, einen Pferdeschwanz, der ist halt super nett, sieht man sofort. Er ist voll der krasse Psycho. Schau dir den mal an. Das ist mein Haus. Das ist einfach ein Trailer, der oben reingesetzt wurde, oder? Also sag mal, er hat einen Wohnwagen in den Bäumen. Ist das nicht ein bisschen scheiße, wenn die Vögel angreifen? Das ist Mr. Fantastic. Okay. Kennst du den Film mit Viggo Mortensen, ja, wo er seine Kinder im Wald erzieht? Ja, ja. Stimmt. Der sieht doch ein bisschen aus wie Viggo Mortensen. Außer, dass Viggo Mortensen seine Kinder nicht gefressen hat. Boah, die würden sich da so dumm reißen, in dem Remake den Typen zu spielen. Ja. Der hat so einen deepen Monolog hier gerade. Ja. Außerdem, das kann man einfach, da kann man ins Studio kommen, mal eine Stunde spielen vor das Greenscreen und dann kannst du wieder gehen. Das ist der Dings, wie heißt der nochmal, der Peter Wohlleben, das geheime Leben der Bäume. Was sagt dieser Baum, Herr Wohlleben? Dieser Baum hat gesagt, ich soll nicht anfassen. Gut. Wie bei Evil Dead, oder was? Stimmt, die bösen, wie heißen sie? Borkenkäfer. Das ist übrigens total schön, wenn man eine Waffe hat, mit der Waffe einfach auf Leute zu zeigen. Ja, auf die Kinder zu zeigen. Wenn es Kinder sind. Das ist der Sepp. Pam, hoppla. Das war der Sepp. Ja, das ist wahrscheinlich die beste Kameraeinstellung des ganzen Films. Nein, das war der weiße Hai aus Weiße Hai 4. Ich höre einen Mountainlion. Ich verpiss mich jetzt. Viel Spaß beim Sterben. Oh Gott. Das war doch der elektrogeschockte Hai aus dem vierten Teil. Ah. Oh mein Gott. Jetzt geht's los. Jetzt komm. Wie heißt der Film nochmal, wo auch Woody Harrelson diesen Typen spielt? Das ist doch genau die gleiche Rolle. Und da geht doch da auch eine Welt unter. 2012. Ah, 12, genau. So ähnlich jetzt ein bisschen. Naja. Ist doch mit, ist es nicht, wie heißt der nochmal? John Cusack? Ja. Der dann vor dieser einstürzenden Stadt flüchtet, so ähnlich. Stelle ich mir das jetzt auch gleich vor. Oh Gott, oh Gott. Das ist... Oh. Keine Ahnung, da könnten jetzt auch die Blair Witch-Kreuze hängen. Die letzte Szene ist, wie dieser komische Held dann vor der Wand steht, oder was? Ja, genau. Das, was haben sie den Schauspielern da erzählt? Ihr werdet durch ein Feuerinferno laufen. Haben sie diese Szene aus 2012 gezeigt wahrscheinlich und so ungefähr wird es da. Ja. Ja gut, dann muss ich gescheit husten. Ich bin gerade im Kontakt mit ILM, das wird schon. Die Armbeuge, Leute. Die tun mir halt echt leid, die haben sich wirklich Mühe gegeben. Ich glaube, das war halt ein beabsichtigter Schnitt, dass dieses Husten von dem Darsteller Schnitt und dann dieses der Motor, der auf, also der beginnt zu rattern. Ja, vielleicht ist da was Deepes hinter. Oh, jetzt kommt gleich Thomas Wake. Der Song ist geil. Hm. Wäre echt super, wenn die jetzt auf den Leuchtturm zufahren. Und dann steht da Robert Pattinson und Willem Dafoe. Und onaniert oben im Leuchtturm. Das hat jetzt so ein bisschen Vibes aus 28 Tage später. Gell? Da gibt es auch diese Szene, wo diese ganz nette Musik kommt, wo sie dann so shoppen gehen und so in der Apokalypse. So ähnlich ist das gerade auch hier. Mhm. Ganz ähnlich.
Vielleicht hat gerade eben auch im Wald irgendeine Frau ihren Ex-Freund verbrannt, wie ein Midsommar. Wer weiß. Dem fehlt eine Radkappe. Und der wirkt irgendwie sauberer als gerade eben, oder? Der war. Ja. Ja, jetzt sind irgendwie neu. Oh Gott. Die schläft. Vor allem der, ich glaube, Rod hatte vorher die Fresse noch nicht offen. Aber danke für den Reminder, imaginepeace.com. Mhm. Ach, jetzt kommt, ach, das ist ja hier, Imagine. Ja, ja, Imagine von Ding, Dong. Boah, das ist aber eine ganz krasse MIDI-Version. Ja, ja. Jetzt check ich's erst, ich hab's vorher gar nicht gecheckt. Ja, dafür ist dieser Audiokommentar auch da. Danke. Es ist Bildungsfernsehen. Der Horst ist und bleibt Bildungsfernsehen. Ohne Bild. Und ohne Fernsehen. Ohne Fernsehen. Und das Ung haben wir auch nicht immer dabei. Aber ansonsten. Das hat er sich schon wieder beim Rasieren geschnitten. Was war doch mal kurz weg. Ich war kurz weg, ja. Sollen das Wunden sein? Blutegelsucht, die er hat. Ich bin süchtig nach Blutegel. Aber sie guckt jetzt auch gerade so ein bisschen genervt, nach dem Motto so, boah, mit dem Typ gehe ich nie wieder aus. Ja. Ah, die sind auch noch da. Vielleicht treffen sie auf dem Weg auf die zwei von Queen und Slim. Du meinst Queen und Slim. Stimmt. Ich gehe jetzt im Kofferraum. So. Oh, scheiße, kein Benzinkanister mehr. Der liegt ja noch bei dem dicken Cowboy. Dafür haben wir aber einen. Welch Zufall! Weißt du, weil das ist genau so ein Dialog, wie er bei so alten Point-and-Click-Adventures immer ist, wenn du auf irgendwas klickst. Stimmt. Oh, das ist Ding-Dong. I could cook some fish visit. I could cook on it. Ich konnte nicht mehr sprechen. Ja. Das ist jetzt echt ein bisschen was von Little Miss Sunshine, finde ich. Und sie haben auch keine Eile, ne? Sie haben alle Zeit der Welt. Und der Film geht ja noch. Nee, das ist halt eh die Frage, wo wollen wir. Hä, versucht hinfahren? Der kleine Junge gerade den Angelhaken zu essen? Habt ihr es gesehen gerade? Hä? Also ich würde es ihm zutrauen. Das war komisch gerade. Leute, hier ist Angel nicht erlaubt. Wir müssen wieder umkehren. Eine lange Treppe. Ich weiß, der Film ist noch nicht ganz zu Ende, aber ich stelle jetzt schon mal die Frage, wo ist der Schock und wo ist der Terror? Also einmal bin ich dann erschrocken, wo dieser eine Vogel in die Tankstelle reingeflogen ist und explodiert ist. Jetzt kommt dann übrigens noch, in 3 Minuten kommt noch eine coole Vogelszene. Aber es kommt erst auch noch mal eine schöne Szene, wo er mit diesem fucking Fisch in die Kamera schaut und nach gefühlter Ewigkeit irgendwann mal Gut sagt. Sag mal, wie geht der Typ überhaupt? Es sieht so ein bisschen aus, als würde er beim Gehen überlegen, wie gehen geht. So, linker Fuß, rechter Fuß, genau. Linker Fuß, rechter Fuß, rechter Fuß, rechter Fuß. Da hätte ich Spider versammelt. Schau mal, Natalie, Rod gehen kann. lecker Seetang. Also für Kinder, die gerade ihre Eltern verloren haben, müssen die doch Seetang eigentlich super finden, oder? Aber die wollen doch ein Happy Meal. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Seetang. Seetang. Max Seetang. Jetzt auch mit Geschmack. Also das sieht auch gerade aus wie so ein Urlaubsvideo halt. Was ist der Fisch eigentlich echt? Ich glaube ja. Ich habe einen Fisch gefangen. Er ist ziemlich heiß. Ich habe Seetag. Hallo. Mir sieht ein bisschen aus wie so, keine Ahnung. Good. Der verstoßene Bruder von Tom Cruise. Schön, wie er mit Mama redet, Cruise mit so einer total gelassen. Keine Ahnung. Zurückgebliebenen irgendwie. Ich habe Seetang. Gut gemacht. Brav. So, und so, kurze jetzt Frage, zu Boris Cruz noch die Kochflasche her und den Topf. Nur mal so gefragt. Der war auch im Kofferraum mit der Angel und dem Keyboard und dem Schlagzeug. Okay. Du,
Du musst den Fisch vorher ausnehmen, Alter. Nee, das ist okay, mit dem Seetang geht das. Mhm. Die geben sich so viel Mühe. Jetzt überlegt sie sich gerade nochmal, ob sie die Kinder doch nicht adoptieren soll. Ja. Aber ihr müsst verstehen, die haben doch gerade eben jetzt ihre Eltern verloren. Das ist doch ganz natürlich, dass sie jetzt ein Happy Meal wollen. Ich weiß noch, als meine Uroma gestorben ist damals, wollte ich ein Big Mac haben. So. Die Vögel kommen wieder. Will das nicht jeder? Hä? Wieso hat der gerade. Der hat in die falsche Richtung geschaut. Na egal. Ist völlig wohl. Nur um die Vögel zu verwirren. Das sind die kleinsten Fehler. Das hat er nur gemacht, um die Vögel zu verwirren. Also okay, wie lange dauert der Film nicht noch? Ich sehe gerade diese Leiste nicht, aber jetzt muss auf jeden Fall dieses explosive, krasse Finale kommen, würde ich sagen. Ja, ja. Also er geht noch 5 Minuten. Ja, dann muss jetzt auf jeden Fall abgehen. Okay. Ah, okay, okay, okay. Kommt mein Lieblingsvogel jetzt. Ui. Was wurde denen vorher gesagt? Die Vögel sind so groß wie Drachen? Die Vogel. Ja, die Vogel, genau. Wo kommt denn der Kanister her? Keine Ahnung, das ist... Der liegt halt. Dieser Vogel sieht gerade aus, als hätte er Sex mit der Windschutzscheibe. Ich sag's ja nur. Vor allem hat er halt den Vogel nicht schräg gestellt, obwohl sein Kameramann die Kamera immer schräg stellt. Aber egal. Welchen Kameramann und meinst du? Bitte, jetzt. Da gibt's so ein paar so Kamikaze-Vögel, gell? Aber die explodieren doch sonst, oder? Manchmal explodieren sie, manchmal kotzen sie. Der hat halt vorher kein Kerosin gesoffen. Keine Ahnung. Oh, da kommt noch mehr. Jetzt geht's richtig ab gleich, pass auf. Hier passiert halt nichts. Was der tired. Ja, Leute, unsere Arbeit ist gemacht. Wir haben die Windschutzscheibe gemacht. Super Job, Sam. Du machst Jim. Wir sehen uns ja heute Abend in der Kneipe und führen das dann morgen fort mit Pandemic 2. Wir haben es geschafft. Auch schon, dass einige Vögel gar nicht mit den Flügeln schlagen, ne? Nee, die müssen das nicht. Die sind halt, keine Ahnung, wasserstoffbetrieben. Das rechts, da sind die Möwen, das links sind die Adler, oder? Ja. Das, kauft man sich da nicht so irgendwie so ein Grafikpack oder so? 12 verschiedene Adler. Für 1,99. Mhm. Ja, lass uns doch mal zum Strand gehen, da wo wir gerade eben dieses köstliche Mahl genossen haben. Seetang mit Fisch. Lecker. Es ist echt super anstrengend, so ein Audiokommentar zu machen. Endlich kann ich meine Kriegsbemalung abmalen. Und endlich kann ich die Lage ans Jugendamt übergeben. Oder im Meer einfach ersäufen. Genau. Lass uns einfach weiter geradeaus gehen. In ein paar Minuten frag mich, wieso. Poseidon, nimm mich. Pass auf, und jetzt müsste eigentlich noch so ein Abschlussmonolog kommen. So von wegen, sie haben uns gezeigt, was wir falsch gemacht haben. Wisst ihr, was geil wäre, wenn jetzt ein Fisch aus dem Wasser käme und dir die Rübe abreißt und dann aber der Schriftzug Fischemmig. Das wäre nicht schlecht. Ja, oder wenn sie halt wirklich im Stile von The Lighthouse so einen Monolog an die Kinder halten würde. Was, euch hat mein Fisch nicht geschmeckt? Mein Seetang? Bei Odins Bart. Keine Ahnung. Oder SpongeBob käme jetzt. Aber auch ewig, oder? Das ist echt, ich weiß, das ist echt der Beweis für mich, dass der Cutter einfach gestorben sein muss.
Während also wird doch jemand mal über das Ende von Herr der Ringe beschwert, ganz ehrlich. Und das war so ein Vogel, die praktisch dann immer eintauchen in ein Glas Wasser. So die Homer Simpson da in dieser einen Folge, in der sowas ist ein Cutter, so ein Stehaufmännchen. Und das eine Winkekatze. Ich würde ja fast glauben, es ist irgendwie jetzt ein Freeze-Frame, aber das Wasser bewegt sich halt noch. Ja. Aber die bewegen sich ja wirklich gar nicht. Oder es ist halt echt ein unglaublich ökonomischer Film. Die hatten ist halt ja wirklich einfach, ein Standbild da die unten. Wollten nichts wegschneiden und wegschmeißen. Haben die eigentlich Tippi Hedren dafür gefragt? Ich glaube nicht, nein. Ned's Mom, Patsy van Ettinger, da hat er auch wieder das Leerzeichen vergessen, ne? Mhm. Vielleicht heißt sie halt so. Der Tourist. Oh, die Osborne-Family wurde echt gekillt. Einfach Osborns und Sizemores weg. Was haben sich die Darsteller eigentlich da gefragt? So, wie lange müssen wir hier noch stehen? Ich muss mal. Das ist fürs letzte Bild. Ich fühle mich gerade auch hier so, weil ich muss jetzt auch mal wieder das Klo, aber. Aber schau mal her, die haben keinen Editor aufgeführt. Den Film hat einfach niemand geschnitten. Was ist eigentlich ein Boom Operator? Kann mir das mal kurz jemand erklären? Das ist, glaube ich, was mit dem Licht, glaube ich. Die haben sogar zwei Boom Operator. Was ist das, du? Geffer war Licht. Boom Operator, vielleicht Sound oder? Oh, ich glaube, die haben irgendwas ich glaub, im Sound. Boom Operator ist, glaube ich, der das Mikro hält, oder? Diese Stange. Ich bin aber da jetzt auch kein Experte. Love Damien Scorn. Carter. Den werde ich auf jeden Fall gleich mal googeln. Smart Sound Software, okay, das kann ich mir schon vorstellen. Ich sehe schon kommen, in den nächsten 4 Wochen empfiehlt Andi diesen Film jedem. Ich weiß, filmisch gesehen ist es nicht ganz so gut, aber die Musik ist krass. Ach, ich suche immer nur noch Rechtschreibfehler. Nee, jetzt kommt wieder gestauchtes krass. Areal. Ja. Gestretchtes Times New Roman. Oh, jetzt kommt die Times New Roman, ja. This story, all names, characters, incidents portrayed in this production are fictions. Zum Glück. Also wenn das Fiction ist, die Vögel sind halt echt keinen Zentimeter weitergekommen. Und wir haben es geschafft. Hey, das war Birdemic, Shock and Terror. Sollten uns applaudieren, ja. Dann kommt ein Cut und dann applaudieren wir weiter. Also ich muss wirklich sagen, wenn ich schon darüber nachdenke, also Terror war es jetzt schon. Ja, das ist Psychoterror. Ja, dieses Geräusch, was die Vögel machen, das ist halt echt krass. Oder er wollte halt einfach bloß schreiben, Pandemic, Schock und Error. Ja, das wäre der bessere Titel. Ja, das war er. Unser erster und wahrscheinlich auch einziger Audiokommentar vom Es kommt Ort. Jetzt tatsächlich echt auf die nächsten, aber in den nächsten 10 Folgen vielleicht kein Audiokommentar erwarten. Ja. Nee, das war echt anstrengend. Also nicht jetzt mit euch zu sprechen, das ist immer eine Erfrischung. Nee, das macht immer Spaß, aber es ist echt nicht meins. Ich merke, wie meine Stimme einfach immer belegter wird. Ich würde jetzt so gerne mal einen Audiokommentar machen zu Phantomkommando mit Arnold Schwarzenegger. Ich glaube, das wäre super. Zu Phantomkommando? Genau. Wieso das? Weil ich glaube, das könnte sehr lustig sein. Weil du doch vorher schon so schön den Schwarzenegger imitiert hast. Ja, perfekt, wirklich. Lass mal einfach den Max den Arnie sprechen. Ja, wir sollten eh mal Filme einfach nachsynchronisieren. Also wir hätten bei dem Film, machst du einfach einen Ton aus. Ja, bei Birdemic, da könnten wir echt mal irgendwas nachsynchronisieren. Das wäre doch lustig. Das wär qualitativ, wenn man dem Film dabei was Gutes tun. Ich würde dann am liebsten gerne die ganz am Anfang diese Kaffee-Verkäuferin sprechen. I'll be right back. Wird die Mutter sprechen. Ich belege dieses Brot mit Schinken, Schinken und Schinken und Schinken und Schinken und etwas Wurst und Schinken. Jetzt würde dann auf YouTube wird das heißen Birdemic, but all voices are Arnold Schwarzenegger. But all voices are the Governor. Der Herr Nürn nicht dann sagt so, hey, verarscht ihr meinen Film oder was? Ich komme zu euch nach Hause. Also ich sag mal so, unter diesem YouTube-Video, also wo jemand diesen Film komplett ins Internet gestellt hat, der Top-Kommentar hat jemand geschrieben, so viel wie, ach, ich weiß gar nicht, was ihr habt, der Film ist perfekt,
Das Einzige, was man fixen müsste, ist Minute 0, 001 bis 1 Stunde 33 F-Sekunden. So kommt es mir jetzt auch in etwa vor. Mein Kopf ist leicht am Explodieren. Ja, ich würde sagen, auch der Film, also ohne Scheiß, wo ich mich gerade an versucht habe, zurückzuerinnern an diese Kaffeeverkäuferin mit ihrem guten Auftakt und so, das fühlt sich an wie vor 3 Jahren oder so. Ja, der Film geht 93 Minuten. Ja, ist es so. Ja, ich würde sagen, also, wir machen jetzt hier einen Schlussstrich mal. Ja, ich hab ganz vergessen, dass wir aufnehmen. Ja. Also, ich sag mal so, ich wäre bereit, mit euch jederzeit einen anderen Audiokommentar zu machen. Aber der Film müsste dazu passen. Also ich wäre für Phantomkommando. Aber ihr, liebe Zuhörer, wenn ihr noch dran seid, ihr armen Irren, dann lasst uns gerne wissen, welchen Film, wo ihr glaubt, dass der Andi, der Max und ich für geeignet wären, soll mal einen Audiokommentar zu machen. Wir würden uns bereit erklären, das zu machen. Ansonsten danke fürs Zuhören. Aber nicht morgen. Nicht morgen. Es wird eine Zeit dauern, wir müssen uns erst wieder ein bisschen aufpäppeln. Danke fürs Zuhören. Vielleicht habt ihr es ja sogar mit Filmen geguckt, dann seid ihr komplett wahnsinnig. Ja. Wir würden uns auf jeden Fall sowas über Kommentare freuen und eine positive Bewertung bei iTunes, Deezer, Spotify, YouTube und wie der ganze Kladderadatsch heißt. Fit. Ja, und vielleicht schafft unser Chef Andi, Grüße hierbei, auch noch irgendwie die Kaufversion dieses Films auf Blu-ray oder DVD zu verlinken. Dann wäre es total toll, wenn ihr diesen Affinity-Link nimmt, um diesen Film zu kaufen, weil er von der Telestab 1-2 Cent dazu verdient. Oh Gott. Man stelle sich vor, der Telestab refinanziert sich durch diesen Film. Ja, okay. Egal. Sage jetzt Tschüss, weil ich muss genau wieder Andi aufs Klo. Und okay. Vielen Dank nochmal, dass ihr mitgemacht habt. Also, aber nehmt ein kleiner Bügel mit. Nehmt ich kleine, ja. Don't shit without it. Ganz wichtig. Ja. Also, es war mir eine Freude. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Mir auch. Ich danke euch beiden. Jo, macht den Fernseher zu, kleiner Bügel und stay safe. Ciao. Stay home, stay safety, stay with kleiner Bügel. Tschüss. Ciao.